Die Star Wars Battlefront Retro-Folgen werden präsentiert von mir und meinem Partner Instant Gaming. Schaut gerne in die Videobeschreibung in die obersten beiden Links. Dort findet ihr einmal den Link zu meinem Rev-Link, wo ihr die Spiele günstiger bekommen könnt, als auch irgendwelche Gamecards und so weiter kaufen könnt. Und checkt auf jeden Fall auch das Gewinnspiel ab. Dort könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Einfach mal mitmachen. Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal wieder mal Helden vs. Schurken. Wir sind die Schurken, wir spielen diesmal Krennic, weil ich glaube, die letzten paar Male hatten wir recht häufig die Schurken. Und Krennic war eigentlich nie dabei. Oh, die haben ja die Killer-Kombo. Oh, die erste Runde wird ultra schwer. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Wir werden es ja sehen. Aber wir hatten, glaube ich, Krennic nicht und Bossk, glaube ich, auch nicht. Den werden wir aber auch versuchen, heute mal zu nehmen. Aber ich sehe ehrlich gesagt keine guten Chancen für uns bei den Gegnern. Das ist wirklich eine absolut miese Kombination, die wir da haben irgendwie. Finde ich schon sehr, sehr stark. Höchstens vielleicht noch statt Nien Namp irgendwie einen Luke. Dann wäre es vielleicht noch stärker. Oh. Oh. Der gute Lando Schmando greift hier direkt rein. An. Oh, jetzt hat er sogar meinen Revolver verändert quasi. Das ist ja interessant. Mein Gott, wie lange hat denn diese Abklingzeit? Oder wie lange ist denn diese Abklingzeit dann? Okay, wir setzen wieder den Panzerbrecherschuss ein. Ich glaube, mit dem wird es besser laufen. Wenn ich es denn auch mache. Okay, Lando haben sie erwischt. Das ist gut. Chewie hat auch nicht mehr so viel. Ich muss irgendwo versuchen, meinen Droiden zu stellen. Okay, der leider ist der Dengar auch draufgegangen. Wo ist denn hier Namp überhaupt hingerannt? Der ist am Anfang irgendwo weggegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Seitdem habe ich... Ah, da hinten ist er. Yes, okay, den Schuss haben wir drauf bekommen. Das war super. Aber wo ist denn Chewie und wo ist denn... Wir heilen hier erstmal ganz kurz Krennic noch. Ist da einer? Ist da einer? Ist da einer? Ist da einer? Den nehmen wir mit, den guten Herrn. Wir müssen uns ein bisschen... Oh, Chewie ist down gegangen. Die Runde kriegen wir, Leute. Die Runde kriegen wir. Wir dürfen uns jetzt nicht nur noch dumm anstellen oder so. Aber ich muss auch irgendwo Nien Namp noch finden. Der versteckt sich bloß irgendwo. Der war ja erst hier hinten. Mit Krennic anzugreifen ist halt immer eine riskante Sache, ne? Muss man ja auch mal sagen. Aber meine Teammates machen das anscheinend auch ganz gut. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar Sprengladungen. Das heißt, hier wird Nien Namp sich irgendwo rumtreiben können. Eventuell. Die Heilung war da hinten gespawnt. Ist die weg? Dann hat Nien Namp die. Dann ist er da oben. Okay. Der ist runtergefallen, der eine, oder? Na gut, Nien Namp wird weiter wegrennen. Die Runde kriegen wir dann halt eben auf andere Art und Weise. Ist ja auch voll in Ordnung. Bossk stirbt nicht mehr. Zwar ein bisschen langweilig, wenn man nur wegrennt und nicht versucht, noch irgendwie irgendjemanden mal anzugreifen. Aber naja. So, weiter geht's mit den normalen Truppplan. Bagdad haben wir natürlich draufhauen können. Haben wir irgendwo ein Power-Up? Das wäre absolut spitze, liebe Leute. Aber ich sehe keinen Star Wars 1. Das ist jetzt ein bisschen... Ja gut, jetzt habe ich den Jetpack-Sprung schon benutzt, aber naja. Wir haben schon Orbitalschlag. Aber ist auch nicht schlecht. Seien wir mal nicht so, ne? Das ist auch nicht schlecht. Was ein bisschen schlecht ist, ist, dass Vader da voll reingeht, aber er macht dem Chewie auch gut Schaden. Jetzt kommt auch noch die gute Jin. Kann mein Geschütze echt nicht schießen? Anscheinend nicht. Wir versuchen Vader zu heilen. Kommt der so? Nee, der kommt nicht so. Verdammt, das war nicht gut. Ja, aber die wird weggewürgt. Das habe ich mir gedacht. Okay. Wieder nur noch Nien Namp. Ist diesmal wieder einer, der wegrennt. Als Nien Namp. Oh, der hat das. Oh, wow, wow, der hat es aber richtig verkackt. Der hat irgendwie das Impulsgewehr in der Hand gehabt und hat es irgendwie nicht hinbekommen zu schießen oder das mal wegzustecken. Irgendwie war er da, glaube ich, ganz verwirrt. Naja. Die Gegner wieder mit der exakt gleichen Kombination. Wir haben diesmal Bossk genommen. Oh Mann, dass die Gegner da immer die gleichen nehmen, gefällt mir jetzt schon wieder nicht. Ich mag das ja nicht, wenn die Leute immer wieder nur die gleichen Helden nehmen. Ich finde das immer so nervig. Warum man auch immer bei diesem Spiel so unfassbar reinschwitzen muss. Und das immer so übertrieben. Okay, Nien Namp haben mal ein bisschen Schaden gemacht. Lando kommt hier. Oh, nicht nur Lando. Auch Chewie. Ein bisschen Abstand sollte man nehmen. Im besten Fall. Aber das war schon mal nicht so gut von dem Chewbacca. Okay, der hat seine Fähigkeit an. Jetzt bleiben wir erstmal ein bisschen in Deckung, würde ich fast sagen. Oder können wir den von hinten angreifen? Schlachte dich wie ein Tier. Der hatte seine Fähigkeit an eben gerade, der Lando. Das heißt, die hat er gerade nicht. Das wäre richtig schön, den jetzt angreifen zu können. Aber ich sehe ihn gerade nicht mehr. Ein Orbitalangriff kommt hier auch noch hin. Hier unten war einer, den habe ich noch gesehen.
Ah, das sind alles nicht die Heldencharaktere. Da ist ein Heldencharakter. Und zwar auch wieder Lando. Okay. Hier ist ein Namt, den nehmen wir mit. Jetzt müssen wir selber ein bisschen aufpassen, weil der gute Lando noch relativ viel Leben hat. Da oben liegt die Heilung. Wir versuchen die mal zu holen, Leute. Wenn wir die Heilung kriegen, haben wir eigentlich ganz gute Karten. Und meins. Da kannst du auch hier abwarten, mein Freund. Okay, Lando ist irgendwo hier unten. Jetzt können wir auch voll offensiv reingehen. Ich denke zwar nicht, dass wir unbedingt 100% gewinnen gegen den, aber wir haben ja noch zwei andere Helden, die mitkämpfen können. Sorry übrigens für die Sicht, aber das ist nun mal bei Bossk so. Da hat man halt die ganze Zeit diese Wärmesicht an. Ah, haben wir schon. Passt, siehst du mal. Super. Und neue Runde. Da vorne liegt das Power-Up. Komm schon, irgendwas krasses jetzt. Bitte, bitte, bitte. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ich will zwar natürlich den Orbitalschlag irgendwann auch mal kriegen, aber da will man sich nicht beschweren, Leute. Ne? Da will man sich ja nicht beschweren. Da schießt schon Lando irgendwo. Aber so kriegen wir den ganz sicher nicht. Wir werden versuchen, mit dem Sprungpack gleich nochmal hoch zu springen, um hier irgendwie ranzukommen. Aber wo sind die denn überhaupt? Nee, gegen den will ich die Rakete nicht nutzen. Hat Boba hier hinten irgendwo einen? Ach, so ein Mist aber auch. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit darauf spekuliert, dass wir hier irgendwo auch mal hier hinten, wo die sich sonst immer gesammelt haben, einen sehen. Aber hier ist keiner. Okay, ich glaube fast, die sind dort. Das ist Jyn Erso, glaube ich. Die hat zumindest eben gerade diese Chal Imploder geworfen. Oh, da sehen wir auch Luke. Komm näher, komm näher. Nice, okay. Das war gut. 6% hat die nur genommen. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser treffen können, aber besser ein bisschen Schaden als gar keinen Schaden. Immerhin etwas. Okay, wir können noch nicht springen. Jyn Erso ist schon down. Was macht er? Was hat der vor? Ich dachte schon, der hat irgendwie einen Orbitalschlag in der Hand oder so. Nee. Das Ding brauchen wir halt nicht. Das können wir wegstellen. Okay, ich habe leider keinen Bagda für dich, Dengar. Ich habe leider keinen Bagda. Die Runde könnte sehr knapp werden. Ich weiß, du willst Bagda. Oh, das ist ein... Oh, das ist eine Falle. Ja, besser, dass ich da reinlaufe, als dass Dengar da reinläuft. Oh, der lebt noch mit vollem Leben. Der steht auch wieder am Spawn irgendwo, ne? Die verstecken sich leider wieder so viel. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, vom Dengar da jetzt hinzurennen. Da ist er doch, oder? Da war er doch. Ah, der haut auch immer nur... Jetzt habe ich sogar einen Power-Up bekommen, obwohl da was war. Ob Boba das so schafft, ich weiß es nicht. Der spielt das gar nicht schlecht, der Boba. Während der olle Lando sich dann nur einkämmt mit seiner blöden... mit seinem blöden Power-Up-Ding. Aber jetzt haben wir ihn, okay. Da hat er natürlich gute Vorteile mit diesem Power-Up-Ding da unten in der engen Gasse. Okay, jetzt können wir nochmal nehmen, wen wir wollen. Wir haben mal Greedo genommen. Die Gegner haben ein bisschen rumgeswitcht, immerhin. Aber Lando war, glaube ich, jetzt jede Runde bei den Gegnern dabei. Interessant, interessant. Der ist halt auch super gefährlich, muss man ja sagen. Haben wir keinen Bug da? Doch, wir haben einen Bug da. Sehr gut. Gutes Team. Starkes Team. Okay, wir rennen erstmal direkt nach vorne ein Stück. Müssen aber aufpassen. Mit Greedo sind wir halt auch super, super schnell tot. Das kann immer ganz, 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 ganz übel enden. Wir nehmen... Den nehmen wir... Oh mein Gott, den nehmen wir trotzdem mit. Da habe ich mir aber auch schon gedacht, was ist denn da los jetzt? Schon zweimal drauf geschossen und er stirbt nicht, der gute Mann. Da habe ich doch gehört, dass da einer ist. Habe ich doch gehört. Den holen wir uns erstmal, den Lando. Na, das hat er noch einsetzen können, aber das ist alles nicht so schlimm. Wir bleiben ganz kurz verdeckt, während die Jyn auf uns schießt. Ja, die stellen sich aber auch ganz komisch hin und ganz komisch auf, die Gegner. Das Glass Cannon gegen Glass Cannon. Ich glaube fast, das hätte ich verloren, hätte es jetzt weitergeschossen. Na, das werde ich auch noch verlieren. Oh mein Gott, ich treffe ja überhaupt nicht. Mit dem Nahkampf. Okay, das war eine ganz merkwürdige, knappe Kiste. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich das nicht hinkriege. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Ein Schuss. So hätte es im Kino nämlich auch ausgesehen. Wenn der gute Greedo richtig geschossen hätte, ne? Nicht dieses aus einem Meter daneben schießen. Der hat nämlich gar nicht geschossen. Das ist die Wahrheit. Das hat man jetzt ja auch gesehen. Greedo ist zielsicher ohne Ende. Sehr schön. Damit war es das mit dieser Folge von Star Wars Battlefront. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao, ciao.